Hallo, ich will die Zuschauer begrüßen. Seid doch leise. Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Wie ihr hört, oder vielleicht auch nicht hört, hoffentlich hört ihr es nicht. Mein Hals ist noch nicht ganz wieder da. Psst. Mein Hals ist noch nicht ganz wieder da. Aber ich wollte nicht auf eine weitere Aufnahme verzichten. Und ja, deshalb bin ich jetzt wieder da mit einem ganz dicken Schal um den Hals und mit einer Tasse heißen Tees in der Hoffnung, dass meine Stimme nicht abkratzt. Und dann zeige ich euch mal, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier ja nur so ein bisschen was ausgehoben. Leider geht es nicht größer, weil in jede Richtung etwas anderes kommt. Also hier kommt halt dann einfach Garten. Genau. Und hier kommt, kann ich euch sogar zeigen, hier kommt Keller. Also da ist leider Schluss. Aber ich glaube, dass der kleine Platz hier durchaus reicht. Und jetzt habe ich hier, wisst ihr was, wir bauen mal die Kiste ab. So, dann haben wir das gleich im Inventar. Ich habe mir gedacht, ich möchte Squidgy bei mir zu Hause haben und den würde ich hier halten. Und hier würde ich dem dann ein hübsches kleines Eckchen machen, das dann dem Sumpf nachempfunden ist. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das so machen kann. Das kann ich natürlich nicht so machen, weil sich das hinstellt, ganz klar. So, ja. Schreib mir doch auf! Ich glaube, ich habe da durchgeklickt und ja, ich kann da durchklicken. So möchte ich das. So. Möchte ich diesen Riesenbusch hier in der Mitte haben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Den Riesenbusch würde ich. Passt mal auf, ich habe hier auch noch diese riesen fleischfressende Pflanze. Die setze ich, glaube ich, als erstes hin. Und die setze ich hier hin. So. Jetzt tropfe ich schon wieder. Ich bin in der Pflanze drin und tropfe, das ist ja ganz klar. Okay, dann habe ich hier den riesen Busch, den würde ich hier hinsetzen. Dann habe ich hier nochmal einen etwas größeren Busch, den setze ich hier hin. Ja. Dann habe ich hier Moos. Das Moos würde ich hier oben draufsetzen. So, ja. Und hier habe ich noch einen Busch und einen Farn. Und ja, okay. Den normalen Farn packe ich hier hin. Und den Ladyfern. Oh, alles nicht so einfach. Hier daneben. Ja. Und dann habe ich hier noch etwas. Nee, ich mache zuerst die Blumen. Hier und hier und hier. Und das habe ich dann auch noch. Das Blaue. Ich glaube, ich kann das hier nicht draufsetzen. Ne? Hierhin? Ja. Und die Blumen packe ich hier hin. Nee. Hier. Nee. Hier. Und das würde ich hier hinpacken. Ja. Jetzt ist hier hinten natürlich recht wenig. Das ist so, dass ich da gar nichts hinpflanzen kann, weil das will alles nicht. Warum? Achso. Die kann ich hier hinsetzen. Alles andere kann ich da leider nicht hinsetzen. Das ist halt dann so. Aber gut. Dann habe ich hier noch Leuchtkäfer. Da dachte ich mir, das ist doch voll süß, wenn ich hier die Leuchtkäfer hinpacke. So. Hier? Ja. Das sieht doch voll cool aus. Vielleicht könnte ich hier irgendwo auch noch ein Spinnennetz hinpacken. Da habe ich jetzt gerade gar keins dabei. Und das, ich habe das reingemacht. Ich glaube, ich kann das auch platzieren dann, oder? Jo. Hier sind übrigens Half-Slabs drin, weil der kleine Slime, also ich weiß es aus früheren Versionen, dass die dann hier einfach ertrunken wären, wenn der Block 1 tief ist. Ich hoffe, dass wenn er nur einen halben Block tief ist, also das Wasser nur einen halben Block tief ist, dass mir Squidgy dabei nicht ertrinkt. Das wäre sonst sehr schade. Ach so. Nö, ja. Okay. Ja, okay. Warum nicht? Ja. Dann habe ich noch Gras. Ich habe aber hier auch noch das vertrocknete Zeug. Wo will ich das denn hinhaben? Hier ins Eck oder da ins Eck oder hier? Oder hier. So. Dann machen wir da hinten Gras hin. So. Und hier machen wir Gras hin. Und hier. Und hier und hier. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen
Entschuldigung, es fängt schon wieder gut an. Ich brauche noch ein bisschen Bone Meal, weil ich dann ein paar große Gräser reinmache. Vielleicht so zwei. So. Auch immer nur genauso viel mitnehmen, wie man braucht. Damit, wenn man was verhaut, dann auch auf gar keinen Fall einen Ersatz dabei hat. Ganz wichtig. Ich würde das hier groß machen und das hier, damit hier ein bisschen unterschiedliche Höhen drin sind. Dann habe ich hier Moos. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht so recht, ob ich das Moos wirklich hier reinpacken will. Ich könnte es hier hinten drauf packen. Ja. Ja, ja, okay. So. Und dann habe ich hier jetzt meinen kleinen Slime. Ich hoffe, dass er klein ist. Steht das irgendwo? Es steht nur Slime da. Ah, Size 1x1. Sehr gut. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe Dornen drauf, ne? Ja, nein, oh, du darfst mich nicht angreifen, sonst... Nein, du darfst mich nicht angreifen, sonst bist du gleich tot. So, und jetzt, zack, Squidgy, wuhu! Und dann ganz schnell Glas drauf machen, damit der da drin bleibt. So, ah, 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 haben wir das nicht schön gemacht? Na, Yoshi ist gerade gekommen und der denkt sich jetzt, warum flirtet die denn mit irgendetwas, aber nicht mit mir? Yoshi, soll ich mit dir auch flirten? Hi. Hallo. Wie geht's uns denn? Sagst du Hallo? Na, er kommt schon mal her. Ja, hallo. Ja, hallo, Bärchen. Sagst du Hallo? Good boy. Oh, kaum flirtet man ein bisschen mit ihm, sagt er auch sofort Hallo. Good boy. Ja, good boy. Ja, braver Hund. Ja, du bist auch brav. Muah. Alle werden gebusselt. Ach ja, ich habe hier den Drachen oben hingeparkt, weil der hier dann natürlich ein bisschen gestört hat. Jetzt schlafe ich immer mit Momo in einem Bett. Oh. Oh. Nimm dein Gesicht aus meinem Gesicht. Ach ja, und ich habe ein paar Eier zurückgeholt aus dem Zoo. Jetzt ist hier schon wieder alles voll. Jetzt habe ich hier, Moment, ich zeige euch das in aller Ruhe. So. Ich kann ja das hier reinpacken. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, was das bringt. Ob man da dann einmal sterben kann oder so. Auf jeden Fall kann man aus vier davon ein goldenes Herz craften. Das habe ich gemacht und das würde ich jetzt einfach mal hier mittragen. Ich hab absolut keine Ahnung, was das bringt. So. Nee, das muss so sein, weil das hier so und so muss. Das muss halt so sein. Und dann würde ich die Herzen, die übrig sind, jetzt erstmal. Will ich die hier reinpacken? Ja, die. Ja. So. Und damit wäre mein Rucksack bis auf einen Slot schon wieder komplett voll. Ich könnte die Silk Touch rausmachen oder einfach aufbrauchen. Die sind zwar richtig toll, die Spitzhacken. Ich zeige euch auch, was ich damit alles schon ausgehoben habe. Aber die gehen halt so schnell kaputt und nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte, leider. Ich kann die auch nicht noch haltbarer machen, weil die haben schon Haltbarkeit 3 und da ist halt einfach, da ist dann einfach Ende. Bisschen doof, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich zeige euch mal, ich hebe ja da unten aus, immer wenn ich Deep Slate brauche, gehe ich hier zum Buddeln und wie ihr seht, habe ich hier schon so ein bisschen rumgefarmt. Was doof ist, das kann ich jetzt sagen, hier, da ist Lava und wenn ich hier bin, dann fange ich ganz schnell das Brutzeln an. Das heißt, ich kann die Lava gar nicht in Ruhe wegmachen, weil ich da vorher das Brennen anfange und deshalb ist jetzt alles nur hier mit Wasser zugeschüttet worden und ja. Hier hinten auch. Also tatsächlich hier ist ganz viel Lava. Hier ist, glaube ich, fast keine Lava mehr. Das sind, glaube ich, nur noch 2, 3 Blöcke Lava unten drunter. Aber na, es wird trotzdem ziemlich heiß. Oh, ich hasse meinen Hals gerade so sehr. Ich kann euch das gar nicht sagen. Wir fliegen mal erstmal wieder nach oben. Gezeigt habe ich es euch ja jetzt. Tatsächlich merke ich, wie meine Stimme gerade schon wieder den Verschwindipus machen will. Und ich bin extrem frustriert, dass ich einfach... dass mein Hals und meine Stimmbänder zurzeit keine Ausdauer haben, was das Reden betrifft. Ich finde das sehr, sehr schade. Aber ich kann es leider auch nicht ändern. Ich versuche wirklich, mich schön warm zu halten, brav meinen Tee zu trinken und alles. Aber es ist leider, es braucht leider seine Zeit. Wobei ich jetzt tatsächlich so richtig, richtig krank bin. Ich habe immer gesagt so, ja, ein bisschen Halsweh, das ist nicht schlimm. So, ja, so ein bisschen Gliederschmerzen.
Das ist nicht schlimm. Also, ja gut, ein bisschen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, keine Stimme, Halsweh, Schnupfen. Das ist eine leichte Erkältung. 3 Abende hintereinander Schüttelfrost. Okay, ich bin wirklich krank. Ich gebe es ja zu, ich bin wirklich krank. Okay. Ich will aber nicht krank sein. Und so war das ein bisschen. Und ich bin davon überzeugt gewesen, dass ich eigentlich wieder gesund bin. Jetzt merke ich, naja, vielleicht bin ich doch noch nicht ganz wieder gesund. Ich schleppe das schon so lange mit mir rum. Ich mag einfach nicht mehr. Jetzt muss ich mich halt doch ein bisschen schonen. Tatsächlich ist alles dafür, also die ganzen Umstände sind dafür, dass ich mich ein bisschen schone. Weil nicht nur, dass meine Stimme jetzt gerade wieder sagt, ja, ich, nee. Ich habe die Mods zusammengesucht für den Stream. Und die habe ich in der 1.19.2 rausgesucht, habe das Probe gespielt, das ging so weit. Da hatte ich aber noch nicht alle Mods, die ich wollte. Dann habe ich gesehen, ah, die meisten Mods gibt es für die 1.20. Ich könnte ja eigentlich versuchen, dieses Modpack für die 1.20 zu machen und habe die ganzen Mods für die 1.20 rausgesucht. Nicht alle waren für die 1.20. Ich hätte auf 4 Mods verzichten müssen. Aber ich hätte es gemacht. Ist nicht gelaufen, weil sich ein paar Mods beißen und dann habe ich überlegt, dann habe ich mir andere Versionen runtergeladen, habe die quer versucht, irgendwie nochmal zum Laufen zu bringen. So, vielleicht die da ein bisschen downgraden, da ein bisschen upgraden. Ich habe hier übrigens einen Ausgang gemacht. Sage ich euch gleich nochmal richtig. Jedenfalls habe ich es nicht zum Laufen gebracht. Dann dachte ich mir, macht ja nichts. Ich habe ja für die 1.19 bereits alle Mods zusammengesucht. Dann mache ich halt einfach doch die 1.19. Dann hatte ich da auch alle zusammen. Und was war dann? Es funktioniert nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Es lädt nicht mehr. Und es war so ein Nein! Nein, never touch a running system. Warum habe ich da was verändert? Es hat doch schon funktioniert. No! So, jetzt habe ich mein Modpack für die 1.19 und für die 1.20 und beide funktionieren nicht. Und ich bin extrem frustriert, denn ich hatte ja vor, dass ich das schon hochlade und euch das jetzt in dieser Aufnahme sagen kann, ob ich am Donnerstag streame oder nicht. Das Problem ist nur, wenn es nicht funktioniert, kann ich euch jetzt nicht sagen, ja, ich bin dann am Donnerstag am Stream, weil ich weiß nicht, ob ich das bis dahin zum Laufen kriege. Also, keine offizielle Bekanntgabe, dass ich streame. Ich werde für Donnerstag, wenn meine Stimme nicht wieder weg ist, dann doch einfach eine Aufnahme machen. Vielleicht mache ich die Aufnahme jetzt erstmal einfach kürzer, um meine Stimme ein bisschen zu schonen. Ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Sollte wider Erwarten alles funktionieren, würde ich am Donnerstag quasi einen offiziellen Teststream machen. Also ich würde da eine Welt machen und einfach nur mal rumprobieren, ob da alles geht und würde da streamen. Das wäre dann aber noch nicht wirklich der Anfang dieses Modpacks, sondern ich würde einfach nur rumprobieren und das mit euch zusammen machen, wenn ich das Modpack an sich denn zum Laufen bekomme. Und ihr müsstet dann auf Twitch einfach mal schauen, ob ich da bin. Und wenn ich da bin, könnt ihr zuschauen. Und wenn ich nicht da bin, könnt ihr ganz offensichtlich nicht zuschauen. Diese Logik, das ist ja der Wahnsinn. Also, wenn ich da bin, bin ich da. Und wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da. Aber das ist jetzt dann so ein Zwischending. Genau. Und also wie gesagt, das ist jetzt quasi der Kompromiss aus noch eine ganze Woche schonen und hoffen, dass die Stimme nicht schlimmer wird, sondern sich wirklich komplett erholt und unbedingt wieder eine Aufnahme machen und was rausbringen wollen. Einfach ein bisschen weniger und halt, wenn es einen Stream gibt, dann auch nur einen kurzen. Aber ich verstehe es selber nicht ganz, aber ich finde das mit den Aufnahmen machen irgendwie total toll. Dass mir dann auch Leute zuschauen, finde ich noch viel toller. Also jeder, der das hier sieht, ganz liebe Grüße, dass du, genau du gerade zuschaust. Das freut mich einfach total. Und natürlich wäre es vernünftiger, mich noch weiter zu erholen, aber ich hole mich zwischen den Aufnahmen. Ich bin gerade doof. Lasst mich, ich bin gerade einfach ein bisschen doof. Ja.
Oder was ich auch noch machen könnte, wenn, also wie gesagt, am Donnerstag gibt es keinen offiziellen Stream, aber was ich machen könnte, wäre, mir meine erste Minecraft-Welt zu holen. Oder auch einen Server, auf dem ich schon mitgewirkt habe, und euch da einfach ein bisschen was zu zeigen. Ich glaube, das könnte auch ganz nett sein. Vielleicht bekomme ich dann auch ein paar Inspirationen für diese Welt. Apropos Inspiration für diese Welt. Ich war mal wieder auf einem Server, wo ich jetzt schon lange nicht mehr drauf war, und habe mir da mein Haus angeschaut. Und da hatte ich ja. Ich komme gleich zum Ausgang zurück. Ich komme gleich zum Ausgang zurück. Da hatte ich dieses Haus gebaut auf einer fliegenden Insel. Die fliegende Insel würde ich euch natürlich auch gerne mal zeigen, weil da ist eine selbstgebaute Höhle und Keller und alles unten drunter. Es sieht einfach total schick aus. Und da hatte ich schon ein bisschen mehr gemacht. Da hatte ich hier auch. Ich fürchte, dass ich dich umsiedeln muss, Kleines. Ich glaube, dass das so nicht funktioniert. Ja, genau. Ja, jetzt hängt dir hier deine Zunge raus. Du kannst doch den Zuschauern nicht einfach die Zunge rausstrecken. Das geht doch nicht. Jedenfalls hatte ich hier einen kleinen Garten und. Pst, und den kann ich natürlich jetzt nicht pflanzen, während sie da residiert, weil sie die ganze Zeit dann das hier tun würde. Das hier würde sie tun. Aua! Du weißt schon, dass ich Dornen habe, und wenn du mich beißt, könntest du auch sterben. Nein, das ist dir egal. Hier kommt eine. Wie nennt man das eigentlich? Hier kommt. Was kommt hier hin? Ja, so ein kleines Sonnendach. So, was übrigens auch ist, euch fällt vielleicht auf, dass das Laub hier etwas grüner ist. Wir haben nämlich Late Winter. Ja, ich habe jetzt beschlossen, wir machen noch ein paar Wochen Late Winter und dann ist Frühling. Weil, ganz ehrlich, ich bin hier der Chef und ich sage, dass wir Frühling machen, weil ich auf Winter keinen Bock mehr habe, und fertig. Ja, ganz einfach. Ich habe hier einen Ausgang gemacht, weil ich das hübsch fand. Weil ich habe hier einen zweiten Keller angefangen. Ich habe einen zweiten Keller angefangen. La 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 la. Und da habe ich etwas getan. Ich habe das hier zuerst angepflanzt. Hier die Kartoffeln. Das ganze Riesenfeld. Und ungefähr 4, 5 Minecraft-Tage später die zwei hier. Und die sind halt viel schneller gewachsen. Ich wollte nämlich testen, und wir machen das auch noch gemeinsam. Ich wollte testen, ob die Reihen tatsächlich schneller wachsen als die Felder so. Und ja, diese. Seht ihr das? Da ist er. Ich habe den so oft in Nichtaufnahmen gesehen. Jetzt ist er hier. Seht ihr das? Seht ihr, wer da ist? Hi. Hallo. Ja, zack, Screenshot. Ich kann ihn nicht berühren. Das habe ich schon so oft versucht. Auch mit voll Karacho schnell hinfliegen nicht. Hallo. Was machen Sie hier bei meinen Feldern? Mich anstarren, ich weiß schon. Er verschwindet, wenn ich nah genug rangehe. Hallo? Geh weg. Geh weg. Wie er mich anschaut. Tatsächlich hatte ich ihn ständig hier, als ich hier ausgehoben habe. Der hat die ganze Zeit, hat er mir beim Ausheben zugesehen. Irgendwann hatte ich sogar zwei von denen hier stehen. Da habe ich dann gedacht so, oh, Fehler in der Matrix, ich will das nicht. Und ja, nein, ich habe nicht vor, einen dritten Keller zu. Nein, ich habe hier, nein, ich habe überhaupt nicht vor, einen dritten Keller zu machen. Wir gehen jetzt einfach wieder hoch, wir haben nichts gesehen. Jedenfalls dachte ich, wenn ich hier immer so hochlaufe, dass es voll schön wäre, wenn ich hier dann auch gleich noch raus könnte. Und dann habe ich das so gemacht und ich finde das gut. Ich werde zwar den Aufgang da vorne erstmal nicht wegmachen, aber vielleicht halt doch irgendwann. Oder ich überlege mir doch was, wie ich das hier machen kann, dass ich hier eben. Also, ich finde das hier ganz gut, und solange ich fliegen kann, ist es überhaupt kein Problem, aber ich hätte gerne die Leiter weg. Ich finde die Leiter jetzt nicht so schön. Und wenn ich die Leiter wegmache, dann komme ich aber nur fliegenderweise raus. Inzwischen kann ich da hinten auch raus, aber ne, ihr versteht, ist alles nicht so einfach. Ist der da drin eigentlich gespawnt oder habe ich den da drin gelassen? Weil der passt ja nicht durch die Tür. Ich glaube, ich habe den reingezogen, oder? Da war doch was. Ich habe den, glaube ich, reingezogen. Warum schlafen sie eigentlich nicht? Es ist Nacht, ganz offensichtlich. Es ist Nacht und der Villager steht da von rum. Kann man ihnen irgendwie helfen? Hallo? Ach, du kannst hier am Ofen nicht vorbeigehen, weil du doof bist. Ja, das verstehe ich. Ja, auf jeden Fall. Mindestens.
Der kann am Ofen nicht vorbeigehen. Schläft hier auch jemand? Hier schläft auch jemand. Na. Wer sind Sie eigentlich? Ah, Fortune. Ah, Moment, ich habe mit dir schon. Na, was soll's. Ich mache mir keine Gedanken. Vergangenheits-Terry hat sich sicher was dabei gedacht. Ihr seid laut für mich. Vergangenheits-Terry hat sich sicher was dabei gedacht. Und darauf vertraue ich jetzt einfach mal. So, was habe ich noch gemacht? Als ich nicht reden konnte, habe ich den Turm hier ein bisschen weiter gebaut, weil ich dachte, ja, na, damit sie hier mal was tut. Und das ist auch etwas, was jetzt nicht so interessant ist. Und jetzt ist da die große Terry drin und ja. Haut immer noch zu, wenn ich ihr zu nahe komme. Nee, das machen wir nicht. Ne? Wir machen das nicht. Nein. Genau. Sonst habe ich eigentlich gar nichts verpasst, weil ich habe wirklich die ganze Zeit oder die meiste Zeit nur ausgehoben. Also etwas, was zum Zuschauen denkbar langweilig ist. Und habe mich sehr zusammengerissen. Tatsächlich, ich muss euch was gestehen. Ich hatte das schon ein bisschen rumprobiert, wie ich das pflanzen möchte. Und habe dann gedacht so, du bist schon doof. Die Leute wollen doch sehen, wie du das machst. Du machst jetzt alles wieder weg, hörst du? Und dann hat Nichtaufnahme Terry alles wieder weggemacht, damit sie das mit euch zusammen machen kann. So bin ich. Wisst ihr, so bin ich. Ich will das alles mit euch teilen. Ah, ja. So, was machen wir noch? Ich muss hier reinschauen. Das hier, das habe ich, glaube ich, schon zweimal aufgefüllt. Das geht auf einem... Ich weiß nicht, warum das so schnell weggeht, aber das geht mega schnell weg. Also der heizt hier wie nichts Gutes. Ich hoffe, wenn Frühling ist, dass er von sich aus einfach aufhört zu heizen. Wir werden sehen. Ah, ich habe noch was gemacht. Der war da. Ich habe es genau gesehen, der war da. Ihr habt den auch gesehen, oder? Jetzt, die ganze Zeit war er nicht da und jetzt auf einmal ist er ständig da. Das ist schon ein bisschen gruselig. Oder ich sehe ihn jetzt einfach besser, keine Ahnung. Ich wollte hier doch die Fliege unten einsperren, damit die Spinnen unten bleiben. Die Spinnen, die sind oben gespawnt, sind runtergefallen bisher, haben gemerkt, unten ist langweilig und sind wieder hochgekrabbelt. Jetzt ist hier eine Fliege. Also hier ist eine Fliege. Kleiner Krabbler. Weil kleiner Flieger war, fand ich doof als kleiner Krabbler. Wie ihr seht, die Trapdoors, die habe ich hin, weil ich dachte, dass die Fliege da nicht durch kann. Die kann da nicht durch, wie die da durch kann. Außerdem ist die unten festgekettet, also die kann nicht nach oben fliegen, aber sie kann weit genug nach oben fliegen, um die Zombies anzugreifen und um in Reichweite meines Schwertes zu sein. Wenn ich die Monster hier angreife, dann fliegt die rein und ja. Die Fliege ist sehr dumm und sie tut nicht das, was sie soll und die Spinnen krabbeln trotzdem hoch und es ist nicht so, wie ich das wollte, Leute. Es ist nicht so geworden, wie ich das wollte. Aber dass die durch die Trapdoors durchfliegen kann, das lässt mir ja keine Ruhe. Das verstehe ich nicht, warum. Weil die war da schon drin. Also vielleicht fliegt die jetzt auch mal selber rein. Die kann da einfach durchfliegen. Ich möchte nur sagen, du wirst nicht mehr lange leben. Ich werde dich entsorgen müssen. Es tut mir auch sehr, sehr leid. Jetzt lass halt den Zombie in Ruhe. Und ich merke gerade, die könnten locker noch ein, zwei Blöcke tiefer fallen. Und die haben alle noch relativ viel Leben. Ja, der eine Zombie hatte nur ein Herz, aber ich schätze mal, das liegt an der Fliege. Da. Wie auch immer. Also es ist... Die Falltüren würde ich vielleicht trotzdem da lassen, weil die ja farblich zu allem, zu dem ganzen Gebäude hier passen. Und dann ist das hier schön aufgeräumt. Aber die Fliege ist halt... Du bist doof, hörst du? Du bist einfach doof. Ja, so. Dann habe ich hier endlich mal eine Treppe hingemacht. Und ja... Es ist schon wieder, das ist jetzt schon wieder so grün, ne? Das bringt ganz viel, das Late Winter bringt ganz viel. Und ich habe auch gemerkt, dass Serene Seasons gehen, also es gibt eine Einstellung, damit kann man quasi ausstellen, dass die Zeit vergeht für Serene Seasons und quasi immer Winter bleibt. Das tut aber gar nicht. Also entweder, wenn ich das Spiel neu starte, wird das zurückgesetzt. Deshalb muss ich auch immer wieder Winter eingeben, jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, weil das sonst wieder mit Frühling anfängt. Also es ist irgendwie nicht ganz so gut, wie ich das gerne hätte, aber gut. Was jetzt? Gibt Schlimmeres. Es gibt Stimmbänder, die nicht mehr arbeiten wollen. Das gibt Schlimmeres. So. Jetzt müsste ich...
Boah, war das gut, dass das ein Rechtsklick war? Sonst habe ich. Ach so, das ist jetzt alles hier eine Mischmasch hier unten drin. Verstehe. Dann bringen wir das doch mal eben weg. Also, da ist ein Blatt Papier mit drin in dem Haufen. Und dieses Blatt Papier dürfte eigentlich nicht wegsortiert werden. Jetzt bin ich gespannt, ob es wegsortiert wird. Weil ich eben einmal dachte, dass das passiert wäre, was eben nicht passieren hätte dürfen. Ne, ist noch da. Okay, gut. Bitte, 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 bitte. Ach ja, und ich habe mein Gewürzglas hierher. Das war ja zu viel. Das hatte ich hinten in der Küche dann nicht mehr rein. Da habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich das hier hinstellen. Sieht doch schick aus. So, dann habe ich noch, das kann ich euch auch zeigen. Ich habe hier ein bisschen was gemacht. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, aber es ist ein Anfang. Hier habe ich. Das hat sich so nah angehört, als wäre der hier unten. Ich habe angefangen, da Farben zu sortieren, weil jeder, der gerne ein Lager hat, weiß, warum das nach Farben sortiert werden muss. Und tatsächlich habe ich gesehen, dass ich hier mit dem Glas hier unten gar nicht mehr zurechtkomme. Also wird hier nochmal ein Regenbogenregal entstehen. Ja. Und hier unten könnte dann tatsächlich, wenn wir hier das Ganze so machen, noch Concrete Powder und Concrete rein. Irgendwann, keine Ahnung. Das empfinde ich gerade als sehr langwierige, langweilige Tätigkeiten. Aber vielleicht machen wir das doch irgendwann mal gemeinsam. Ich schaue nur kurz nach, ob ein Phönix-Ei da ist. Nö. Ich habe allerdings, ich habe jetzt schon sechs. Ich könnte die ausschlüpfen lassen und dann die im. Hatte ich euch gezeigt, wie das geht? Hatte ich euch gezeigt, wie das geht? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Papier packe ich mal eben weg. Wo muss man die denn nochmal ausschlüpfen lassen? Ich glaube, einen in der Wüste. Ach, wollen wir das jetzt wirklich machen? Nee, oder? Nee, wir wollen jetzt nicht nochmal abwarten, bis die alle schlüpfen. Wir machen das. Was habe ich mir dabei gedacht, einfach den Dreck unten zu lassen? Das geht nicht. Das muss sofort weggemacht werden. Lalala, das Hirnwürschel, das lässt sich schon wieder von allem ablenken. Lululu. Wenn Frühling ist, dann gehen wir ganz viele Blumen pflücken und dann werden wir hier ganz viele schöne Dinge machen. So, ist das so gut? Warum habe ich hier eigentlich. Was habe ich mir dabei gedacht, dass ich hier Fensterläden habe und hier habe ich zum Beispiel keine und da habe ich auch keine. Da habe ich doch auch schon wieder nicht mitgedacht. Da habe ich überhaupt nicht mitgedacht. Das ändern wir. Das ändern wir. Moment. Dreißig. Das sind sicher viel zu viele, aber ich kann sicher für die Villager-Häuser, also für die Villager-Häuser, für die Häuser der Stadt ja dann auch noch welche gebrauchen. So muss das so. Ah, ich weiß, warum da keine waren, weil doch mein Bone Meal Dingenskirchen, mein Komposter hier war da. Jetzt wissen wir es. Ah, ja. Ich möchte diese Antworten halt einfach wissen, sonst kann ich nicht schlafen. So, dass hier noch gar nichts ist? Was habe ich mir denn dabei gedacht, dass ich. Überall habe ich was angebracht, nur hier nicht? Ja, Haar, genau, du sagst es, Haar. Der verfluchte Dachboden. Ich muss sagen, ich feiere das immer noch so ein bisschen. Das war schon sehr, sehr lustig, wie der da verschwunden war. Nein. Und hier eigentlich auch. Jetzt ist, glaube ich, überall alles gut, oder? Ja. Also da hier kommen natürlich keine hin. Nein, nicht schneiden. No. Ich bin dagegen. Und ich glaube, ich werde dich jetzt entsorgen. Aber ich bin nicht so blöd, dass ich da zu dir hingehe. Nee, bin ich nicht.
das ging jetzt schnell. Hier soll ja eigentlich eine Akazie hin und dann hier ein paar. Der Schnee muss auch weg. So. So. Da kommen dann Blumen hin und Grünzeug. Aber erst im Frühling. So mit dem Schnee wird das sonst komisch aussehen. Die Spinne würde ich tatsächlich auch wegmachen. So. Weil ich weiß nicht, was mich gerade reitet. Ich weiß es wirklich nicht. Hi. Da fällt mir ein, ich habe mir Koordinaten rausgesucht von einem Graveyard-Zeug. Das möchte ich mir mit euch hier anschauen. Das machen wir aber nicht mehr jetzt. Das machen wir beim nächsten Mal, weil ich wirklich die Aufnahme tatsächlich etwas kürzer halte, damit es dafür bald wieder eine gibt und wir teilen uns das einfach alles schön ein. Was mache ich denn mit dir? Ach, da steht's ja. Every half day the baby foliar will get hungry, toss it any meat to feed it. Okay. Wo könnte ich dich hinpacken, ohne dass du. Also, die Sache ist die. Dieses Vieh war ursprünglich da oben schon ganz gut aufgehoben. Denn wenn ich das zum Beispiel hier reinpacke, dann frisst mir das halt alles auf, was hier drin ist. Und das will ja keiner. Die Bienen. Ach ja, genau. Ich habe hier. Ihr wisst, hier standen mal die großen Fichten, die wachsen hier auch nicht mehr. Es wächst jetzt hier einfach gar nichts mehr an großen Bäumen. Ich, ja, ist so. Ich könnte das Vieh hier hinpacken, aber dann würde es wahrscheinlich versuchen, an die ranzukommen oder an die Golems oder an meine Bienen. Es ist wirklich alles nicht so einfach. Aber ich könnte es da oben vielleicht. Vielleicht packe ich ihn hier hin. Da würde er ja eigentlich keinen stören, oder? So. Ja. Das dauert jetzt, bis so ein kleines Fitzelchen herausgewachsen ist. Und dann kann ich das kleine Ding. Das Ding kann ich mit Ding füttern, damit es Ding, 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 Dingsen. Wisst ihr? Ding, 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 Ding. Ja, ich weiß, ich friere. Okay, wir haben jetzt folgende Aufträge. Und da war der Kopf leer. Da war der Kopf leer. Es ist noch etwas mehr als nur der Hals. Tatsächlich ist alles bei mir noch verschleimt, vor allem der Kopf. Und Hirnwürstel mit Soße ist halt ganz blöd. Da funktioniert gleich gar nichts mehr. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Egal. Wir werden schon irgendwas finden. Ich möchte. Oh, ja, ua. Was wir auf jeden Fall machen, wir hauen der Dame mal eben auf den Popo. Hey, stop it! Ich habe hier aufgerufen, ihr seht. Es gibt ja. Moment, Moment. Das kann ich euch sicher zeigen. Ich muss nur durchklicken. Es gibt. Ich habe ja auch noch. Das ist. Was ist denn das? Macaws Furniture. Ja, genau. Ja, genau. Es gibt hier ganz tolle Sachen, die wir unbedingt noch ausprobieren müssen. Es gibt nämlich nicht nur Stühle und Tische, es gibt hier auch Schubläden und Klappen und alles. Und da dachte ich mir, das wäre doch voll nett, wenn ich hier oben dann nicht einfach nur die Sachen stehen. Also vielleicht lasse ich das hier tatsächlich doch stehen. Aber wenn ich hier zum Beispiel Schubläden reinmache oder so, oder hier unten statt den Supportern, dass ich da wirklich Schränke her mache, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das richtig hübsch aussieht. Oder hier vielleicht einen richtigen Schrank rein. Ja, vielleicht nicht. Ja, hier vielleicht nicht, weil ich die Kisten tatsächlich brauche. Aber hier oben könnte ich einen Schrank reinmachen. Und die Kiste ist ja noch leer. Das heißt, ich müsste nur diese Bücher hier irgendwo hinbekommen. Und die Sachen hier, die kriege ich auch unter. Und dann hätte ich hier einen richtig hübschen Schrank mit kleinen Türchen und Schublädchen und. Deko-Zeug. Oh, das. Ich glaube, ich habe die bunten Partikel noch gar nicht so bewusst gesehen. Also sehr cool. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Herrlich. Ach ja, und das Chamäleon hier habe ich ja in den Zoo gebracht. Da können wir jetzt die Tür auflassen. Da sollte ich vielleicht auch irgendwann mal schauen, ob ich was mache. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja. Wir können hier noch echt viel dekorieren. Mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, aber wir können hier noch richtig viel dekorieren.
Hier oben können wir auch noch überall was reinpacken. Das wird ganz toll, wird das. Hi Camilla. Geht's dir gut? Ja, hat sie gesagt. Sie krabbelt jetzt ja eigentlich nicht mehr raus. Ich könnte die Türen offen lassen. Die bleibt jetzt hier so brav auf dem Tisch sitzen. Ja, ich finde das super, dass du da sitzen bleibst. Wo habe ich eigentlich meinen Obstkorb hingepackt? Hier. Den hätte ich ja so gerne wohin gestellt. Ich weiß, dass ich ihn hier nicht hinstellen kann, weil da der Vorhang im Weg ist. Leider, leider. Soll ich den hier hinstellen? Ja. Fast. Ich möchte ihn nur richtig ausgerichtet haben. So, ja, so ist das gut. Und dann könnte, ich weiß nicht, kann ich die hier oben hinpacken? Weil sieht jetzt nicht so toll aus. Kann ich die woanders hinpacken? Ich könnte, pass auf, pass auf. Ich kann das hier oben hinpacken, weil der Kopf als dreidimensionaler Gegenstand gezeigt wird. Und dann liegen da oben Bücher. Das kann man machen. Moment, wenn ich das hinmache, dann kann ich ja das noch hinmachen. Und dann machen wir da oben einfach ein Bücherregal. Das auch und das noch nicht. Also was im Bücherregal? Ich glaube, ja, das ist immer gleich ausgerichtet dann. So. Nee. So. Ja. Dann packe ich die Bücher wieder weg. Dann packen wir die da nicht hin. Und weil ich gerade sehe, dass wir hier einen Slime haben, also Squidgy, den könnte ich natürlich. Ich könnte. Die Plüschi-Motte habe ich auch noch nicht drin. Ich könnte Squidgy natürlich. Wie hatte ich das denn immer gemacht? Ich glaube, ich hatte Squidgy ursprünglich hier stehen. Möchte ich dann lieber das Ei haben oder lieber den Kopf? Ich hätte den Kopf jetzt natürlich auch zu Squidgy reinpacken können, damit er nicht alleine ist. Aber irgendwie so ein ausgestopfter, eingefrorener, was auch immer, Slime. Das ist so, wie wenn man einem Kalb irgendwie ein Kuhplüschi geben würde. Das ist so. Ja, aber vielleicht doch lieber nicht. Ich meine, der Kuh ist es egal, dem Slime wäre es auch egal, aber trotzdem ist so. Bisschen makaber. Hallo. Ja, oh, ich mag Squidgy. Und er lebt noch. Nicht in die Blume reinhüpfen. Und ich sag noch nicht in die Blume reinhüpfen. Die verdaut dich noch. Andererseits, so als Schleim solltest du ja da eigentlich gut geschützt sein gegen die Säure da drin, gegen die Verdauungssäfte. Und im Wasser scheint er auch noch nicht ertrunken zu sein, denn er ist halt noch nicht ertrunken. Meine Güte, diese verbalen Ergüsse heute von mir, die sind ja der Wahnsinn. Kennt ihr den Satz mit Wahnsinn und Unsinn? Wahnsinn schon mal bei uns im Garten? Das musste sein, das muss raus. Sonst ersticke ich dran. So, jetzt beenden wir die Aufnahme und sehen uns am Donnerstag in einer weiteren Aufnahme wieder und eventuell im Stream. Wir werden sehen, also ob wir beide, du und ich, ob wir uns sehen, weiß ich nicht. Musst du entscheiden. Aber ich schaue einfach mal. Ich würde einfach gerne das Stream gerne mal ausprobieren. Gern. So. Habe ich schon das Wort gern irgendwo im Satz untergebracht gehabt? Nein, mache ich doch gern. Bis dahin wünsche ich euch einen ganz wunderschönen Tag, eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und wenn ihr nicht gesund seid, dann werdet ganz schnell wieder gesund. Gute Besserung und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.